Okay, Sie Genies. Frage. Nehmen wir an, dieses dämliche Experiment funktioniert und Sie finden die Maschine. Und dann? Wissen Sie überhaupt, wie Sie sie abschalten sollen? Naja, Admiral Graves erwähnte einen Kodex. Sie sagte, man bräuchte ihn, um die Maschine zu steuern. Ja, ich konnte ein paar Logs von Dr. Serrano dechiffrieren. Und demnach ist eine Person namens Rosetta für die Herstellung dieses Schlüssels wichtig. Hören Sie sich eigentlich mal selbst zu? Sie wissen von diesem Scheiß genauso wenig wie ich. Wenn ich die Teile finde, um einen Sensor herzustellen, finden wir auch die Maschine. Und dann kümmern wir uns um diesen Codec. Unfassbar. Nicht so pessimistisch. So, was war das? Eine Toolspitze, oder? Was wir herstellen müssen. Ja, eine Präzisionsspitze umgebaute. Da brauchen wir jetzt die extra Sachen für. Was? Nee. Präzisionsspitzen habe ich noch zwei oder drei. Ich habe auch noch eine. Aber wie stelle ich die jetzt her? Gar nicht, weil wir da die extra Sachen aus dem anderen Lager brauchen. So. Hör mir doch zu. Das habe ich vor nicht mal einer Minute gesagt. Halt übereifrig. Nein, nicht übereifrig, ich höre einfach den Leuten zu. So, lass mich raten, jetzt kommen wir die Kultisten, ne? Meine, wir können Aufzug verwenden. Wollen wir einen Aufzug? Ja, wir sollen Aufzug verwenden. Hier ist nochmal eine Stelle. Mit hier? Die ist von mir da hinten. Bei mir ist sie jetzt auch drin. Naja, gut, was soll's. Hey, da liegt ein Körper. Ein leerer Körper, wie er aussieht. Oh, ich habe ihn zwischen den Beinen. Meine Damen und Herren, er ist super was, ich muss ihm mal was sagen und er lacht schon. Ja, ich kann nichts dafür. Halt, Leute, okay. Nur keine Medipacks. Medipacks habe ich viel zu viel. Die haben alle ich getötet. Sicher. Na? Oh, das sind die Unzertretbaren. Sind auch noch nicht tot, die sind nur in Gase oder so, keine Ahnung. Oh, jetzt haben sie geplatzt. Seltsam. Erstmal außenrum. Oder auch nicht, weil es hier nicht außenrum geht. Schön. Basisstation, das heißt. Ah ne, das ist. Ja, hier war der Bohrer. Ja, hier war der Bohrer. Ah. Ja, hier ist das hier. Wo bist du? Was willst du? Hä? Okay. Sorry, ich hab bloß geguckt wegen dem hier. Jo, alles gut. Ja, du hast ja noch einen, ich ja nicht mehr. Okay, wo geht's weiter? Da. Das ist wieder ein Chip. Oh ne, Altmetall ist hier dran. Mir gar nichts. Höchst seltsam. Die Kultisten, dann sollten wir uns besser mal bereithalten. Sieht aus, als wäre der Pfad hier oben. Hey! Alles okay? Da draußen war eine Frau. Vielleicht sollten wir sie mal suchen. Sollten wir? Nö, oder doch? Machen wir's mal.
Ja, nur wo lang? Nebenquests kriegen wir ja nicht angezeigt. Ja, hier ist gut. Das ist genau die entgegengesetzte Richtung. Okay. Hast du die vorhin gesehen? Nö. Haben Sie wirklich jemanden gesehen? Das ist der einzige Weg, den sie genommen haben könnte. Danach habe ich nicht gefragt. Okay, dann war es gerade wieder einer dieser bewegende Leiche Momente, wo wir beide verschiedene Sachen gesehen haben. Hast du eine gesehen, oder? Ich habe eine gesehen, ja. Ja, wohin jetzt? Dann sind Kisten bestimmt, ja. Gott. Ach, stimmt. Ja, was sie da ist, sie ist Käse. Wo? Hier. Komm auf. Hör. Hi. Da ist eine Frau für dich? Die ist durch die Tür durch. Und der Aufzug ist verriegelt. Da müssen wir ihn wohl entriegeln. Nee, der ist offen. Ja, ist jetzt offen, okay. Da war es nur wegen. Komischen Zähne. Ich hatte keine Szene. Mann. Ja, ich hatte auch keine Szene. Der war halt da und ist dann durch die Tür gegangen. Was muss ist das halt hier für ein Scheißort? Sagen Sie es mir. Sie haben uns hergebracht. Ja. Ich, sehe mich mal um. Kommen Sie mit? Ja, klar. Was? Doch, hat einen gesehen. Hallo? Hallo? Ja, da ist ein Bot gewesen. Meine ist bestimmt auch schon wieder zurück. Was auch immer einen die Rationspakete bringen. Ja, Rationen, schätze ich mal. Ja, aber wir essen doch nicht. Essen ist doch so 20. Jahrhundert. Im 21. trinken wir Smoothies und alles mögliche in Flüssigform. Und dann zu der Zeit, da brauchen wir nicht mehr essen. Sind sie auch. Kriegt mal sämtliche Nährstoffe durch die Rig ins Blut gepumpt oder so in der Richtung. Wo ist mein Bot? Okay, dauert noch 4 Minuten. Okay, also da ist noch ein Lift. Sonst ist hier ein Tram. Tram. Lass mal die Tram nehmen. Nehmen wir mal die Tram. Obwohl, die Tusse ist eigentlich runtergegangen. Trotzdem ein Skip, okay. Archäologie, Waffenarsenal, Vorratslager. Geil, nehmen wir. Der Eisschrank. Auch wenn man im Weltraum-Shuttle als U-Bahn umfunktioniert. Ich verstehe es nicht. Doch geil. Aber es fliegt mit Impuls. Nicht mit Warp, das ist schon mal gut. Aber auch hier ist die Scheibe total verstaubt und körnig. Ja. Der Arbeit. Und mein Kragen flattert im Wind. Ja gut, dann haben wir das schon mal. Nochmal cool. Dasselbe in grün. Nein, kein Medipack. Jo, dann ist der Aufzug der einzige, der nutzen kann. Dann schauen wir doch mal. Was war das? Steuerung? Steuerung. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Akrobatik. Auf eine recht lange Fahrt.
dieses Bodentunnel. Ja. Er ist gelenkig. Okay, langsam regt es mich auf, dass es so lange dauert. Oh, was Lager. Depot 212. Schön, schön. Ah, neue Nachricht. Lumley! Russo! Ist da wer? Verdammt, hier ist niemand. Jemand hat die Musik eingelassen. Synchronisieren Sie Ihren Ordnungssender mit Sergeant Lumleys Rig. Wir sollten den Transponder seines Anzugs empfangen. Warum hat der General uns hierher geschickt? Junge, ohne Mampf kein Kampf. Ohne Nahrung und Waffen würden wir keine Woche auf diesem Planeten überleben. Lumley hat beides. Kacke. Ohne Mampf kein Kampf. Wow. Hm. Das ist doch mal ein Sprichwort. Hat deutsche Übersetzung. Hey, Dexlock. Aus dem Gegner. Und deine Säge. Ich habe meine Säge. Huch. Was tue ich? Wollte das Bereich überbrücken, aber okay, Spiel. Kommt vom E-Spammen. Ja, offenbar. Oh, hier ist eine Stelle. Geht gleich drum. Ja, jetzt sehe ich es auch. Scheint auch hier synchronisiert zu haben. Hm. So, war hier drin nicht eine Bank? Ganz kurz? Nee. Nee, nee, die war ein Aufzug runter. Ja. Bist du C4? Nee, du bist ein Stecker. Mit LED-Anzeigung knöpfen. Okay. Ich bin von den Leitern mit zwei Boxen. Ich werfe mal runter. Oh, weiter geht's. Jo. Was ist denn das? Oh, hinter dir. Und bam. Was? Spiel. Hast du Blitzentladung oder habe ich elektrisches Feuer? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte Medipack. Von wo sind wir gekommen? Von dem großen Tor, oder? Ja, von hier hinten. Dann also hier rein. Ja. Nein, kein Medipack. Eis. In Erdes Eis. Hey, das ist Money. Das ist noch was zum Sammeln. Sonst nicht lecker. Hey, ich hab wieder keinen Bot hier, so bestimmt wohl auch noch was. Hallo. Was um alles? Eine Welt. Schaut ritualistisch aus. Er hat ein drittes Auge. Warte. Deine Augen leuchten.
Vor allem stecken gerade die Pfeile im Kopf. Ach. Indianer kennt keinen Schmerz. Nee. Eure Nachricht. Okay. Auf diesem Planeten geht was echt Krankes ab. Ja. Was verdammt Krankes. Ja. Mach uns vollkommen. Was meinen Sie, was das heißt? Sergeant, bitte, Sir, können wir nicht einfach hier verschwinden? Nein, noch nicht. Der Transponder ist weiter drinnen. Sind Sie verrückt geworden? Sir, warten Sie auf mich! Tschüss. Oh weh. Yay! Weil so laut ging Ende hin. Bestimmt. Dürfen jetzt weitergehen. Einmal. Hey, Markersymbole. Yay. Hey, rot und weiß. Warum ist rot und weiß? Hm? Huch, Batterie. Okay. Kann man eigentlich die... Okay, also nee. Treten kann man die... Kann man die auch nicht mehr. Okay. Wann kommen wir in die Lampe treten, meine ich. Abschießen kann ich sie. Müsst ihr mir die dann hochschmeißen oder so? Können's versuchen. Also hier unten, wir brauchen noch mehr Batterien. Kommt ziemlich viel Batterien. Okay. Ist das klar? Ist schon klar. Okay. Gut, so viel dazu. Komm mal runter. Jetzt fängt das Ratespiel an. Wo muss die Batterie rein? Wahrscheinlich in einer bestimmten Reihenfolge. Oder? Bypass Circuit A steht hier. Steht auch überall was? Also hier wird die Tür geöffnet. Nehmen wir den. Das erste. Ich glaube, man kann jede Tür so öffnen. Glaube ich auch, ja. Aha. Aber anscheinend nur jeder einzeln. Ja, nehmen wir die erstmal. Ja. Huch. Repetiere. Inventarfall, ja! Nein, ich will keine Medi. Kriegst du auch nicht. Ich fress die jetzt selber. Kann ich dich eigentlich. Ja, ich kann dich einschließen. Oder? Nee, die bleiben offen, die Türen. Oh Menno. Ja, bis ich raus bin, wahrscheinlich.
Nö. Okay. Da hat jetzt genügend Saft. Das einmal rundherum. Oder so. Wofür haben wir den Repetierer brauchen, um ein Sensorkit zu erstellen? Ich nehme zumindest mal an, dass es dafür ist. Keine Ahnung. Warte, ich muss so schnell anfangen von Projektilen, ja. Das ist seltsam. Ein Loch. Da stand gerade was. Ja, das ist wohl hier auf der Seite. Kann man überbrücken. Endlich kann ich das auch mal machen. No smoking, no smoking, no smoking. Nicht schön anziehen. Okay, ich habe keine Ahnung vom Inventar. Ja. Mach du das mal. Okay. Hingekriegt, ja, oder? Hingekriegt, ja, ja. Auch zu Pferd. Wie geht denn das? Mit der Maus. Ja, das ist mir schon klar. Hin und her schieben und dann, wenn weiß, beziehungsweise wenn dickes blaues Feld erscheint, musst du klicken. Okay. Hm. Komisch. Ich hab's nicht gerafft. Suchabart. Suchabart. Ja, so warten in der Bank. Ah. Bin gerade im Kreis gelaufen, glaube ich. Okay. Zwei Suchabots sind zurückgekehrt, was? Kommen gleich zwei. Was halt so ist. Ja, ich Na, hier hinten durch wäre noch was. Müssen wir halt die Flanken zurücklaufen. Hä? Wo? Hier, da praktisch hinter der Wand. Die Frage ist natürlich, ist das ein Kreisweg gewesen? Ich glaube schon, ne? Ne, ist es nicht. Okay. Mal schauen. Ey, hier liegt noch ein Text, ob die hatten wir mitgenommen, wären wir schon hier gewesen. Warum leuchten die Lampen eigentlich? Das sind immer so komische Öllampen vom Design her. Warte. Jo. Ja, natürlich kommen Gegner. Geh weg. Kommt da. Geh weg von mir. Schön ist ja, die Viecher fokussen in der Regel direkt auf dich. Ja. Dann man sich selber mal reinhalten kann. Gut, sonst war hier nix. Spot. Sagt, da hinten ist noch. Okay, also das ist noch derselbe Punkt. Ja. Oh. Das ist mal ein Medipack. Gute Idee. Ich wieder Platz. Fuck, fuck, fuck. Was? Hier ist eine Tork. Ah. Loot. Ganz viel Loot. Sperrmetalldonner. Im Voll. Ja. Wo kommen die beiden Ersatzteilboxen her?
Die haben wir gerade aufgesammelt. In deinem E-Spam. Aha. Du triffst lieber noch ein Medi oder so. Ich hab voll. Ach so. So. Moment, ich hab noch nicht ganz durchgelotet hier. Noch ein Ersatzteilbox oder was ist das jetzt? Nö. Whatever. Ne, lass mich durch. Aha. Man braucht mehr Platz, die Fetze. Ja, nun. Stellt doch gerne ein paar Ansprüche. Sieht mir komplett bekannt vor. Ja, das war notwendig. Denke ich zumindest. Das kannst du noch aus. Nee. Doch nicht? One of us. Ups, das war die falsche Taste. Ja. I'm sorry. Wo spawnen wir jetzt, ist die Frage. Zwei Meter, Leute. Praktisch. Jetzt schieße ich sie gleich weg mit dem Speeder, ey. Geh weg hier. Nein, keine Medipacks. Medipacks sind böse. Böse.